Dein iPhone 12 Mini hat ein gesprungenes Display oder der Touch funktioniert nicht mehr richtig? In diesem Reparaturvideo zeigen wir dir, wie du dein Display ganz einfach selber tauschen kannst. Los geht's! Der Displaytausch ist beim iPhone 12 Mini relativ einfach, da dafür nur wenig ausgebaut werden muss. Plane für die Reparatur ca. 45 Minuten ein. Wir empfehlen dir die folgenden Werkzeuge. Zusätzlich können dir diese Tools deine Reparatur erleichtern. Alle Werkzeuge und ein Ersatzdisplay der höchstmöglichen Qualitätsstufe für dein iPhone 12 Mini findest du in unserem Online-Store auf adoc.eu. Die Links dazu findest du in der Infobox. Wenn du an einer Stelle nicht weiterkommst, kannst du uns deine Frage gerne in die Kommentare schreiben. Unser Support hilft dir immer gerne weiter. Zusätzlich zu Videoanleitungen findest du auf unserer Website auch noch eine ausführliche Fotoanleitung. Du findest den Link dazu unten in der Infobox. Schalte dein iPhone 12 Mini als erstes aus, um während der Reparatur Kurzschlüsse zu vermeiden. Halte dafür die Seiten- und die Leiser-Taste für einige Sekunden gleichzeitig gedrückt. Das iPhone 12 Mini wird über das Display geöffnet, das stark verklebt und zusätzlich verschraubt ist. Um es lösen zu können, musst du zunächst die beiden Pentalob-Schrauben herausdrehen, die links und rechts neben dem Lightning-Konnektor sitzen. Nimm dann einen Heißluftföhn oder einen gewöhnlichen Haartrockner, um den verklebten Displayrand zu erwärmen. Wir waren selbst erstaunt, wie stark Apple das Display dieses Mal verklebt hat. Um es lösen zu können, musst du es daher verhältnismäßig lange erwärmen. Sobald du den Kleber ausreichend erwärmt hast, kannst du das Display anheben. Setze dazu entweder einen Saugnapf oder das Ice-Clack am unteren Displayrand an, um einen schmalen Spalt zwischen Display und Gehäuseeinheit zu erzeugen. Pass auf, dass du dir dabei am aufgeheizten Display nicht die Finger verbrennst. Vergrößere den Spalt mit einem flachen, stabilen Werkzeug wie dem iFlex. Durch die besonders scharfen Kanten lässt es sich leichter einführen. Damit sich der Kleber an den gelösten Stellen nicht wieder verbinden kann, solltest du in regelmäßigen Abständen flache Plastikplektren unter den Displayrand schieben. Erwärme das Display an der Stelle, an der du arbeitest und fahre mit deinem Werkzeug einmal um den Displayrand, um es so Stück für Stück vom restlichen Gehäuse zu lösen. Da du mit den scharfen Kanten des iFlex den Metallrahmen deines Geräts leicht zerkratzen kannst, empfehlen wir dir, so bald wie möglich mit einem Kunststoffwerkzeug weiterzumachen. Wir können dir dafür ein Hartplastikplektrum empfehlen. Die spitzen, abgeflachten Ecken lassen sich gut unter das Display führen. Gleichzeitig lässt sich durch die kompakte Form genug Kraft aufwenden, um das Display Stück für Stück aus dem Gehäuse herauszuhebeln. Ist das Display vollständig gelöst, kannst du es vorsichtig in Richtung der Lautstärketasten hin aufklappen. Die Displaykabel sind noch angeschlossen und müssen getrennt werden. Um sie dabei nicht zu überdehnen, solltest du das Display gegen einen stabilen Gegenstand lehnen. Die Konnektoren der zwei Displaykabel sowie der Akkukonnektor liegen unter zwei verschraubten Abdeckblechen. Um die Konnektoren von der Platine trennen zu können, musst du die Bleche zunächst mit einem Y-Type-Schraubendreher lösen. Um einen potenziellen Kurzschluss zu verhindern, solltest du den Akku-Konnektor immer zuerst trennen. Fahre dazu vorsichtig mit einem Spudger unter den Konnektor und hebel ihn von der Platine. Verfahre ebenso beim Trennen der beiden Display-Konnektoren. Anschließend kannst du das Display zur Seite legen. Die Sensoren für Face ID sind über ein Sensorkabel an der Hörmuschel integriert. Um die Funktion weiter nutzen zu können, musst du die Hörmuschel daher von deinem alten Display übernehmen. Um die Hörmuschel inklusive Sensorkabel abnehmen zu können, musst du zunächst die zwei Philips- und zwei Y-Type-Schrauben lösen, mit denen das Modul verschraubt ist. Klappe die gelöste Hörmuschel herum und löse mit einem flachen, stabilen Werkzeug wie dem Stahlspatel vorsichtig die Sensoren aus ihren Führungen. Geh dabei besonders behutsam vor, um die empfindlichen Sensoren nicht zu beschädigen. Positioniere die Hörmuschel in aufgeklapptem Zustand im neuen Ersatzdisplay und drücke die Sensoren in ihre Führungen. Achte dabei darauf, dass die Sensoren alle eben sitzen. Klappe die Hörmuschel anschließend herum und fixiere sie wieder mit den Schrauben.
Beachte dabei, dass du vor dem Anschließen noch den Kleberahmen auf dem Ersatzdisplay anbringst. Wie du dabei am besten vorgehst, zeigen wir dir in unserem Video zum Display verkleben. Ist alles eingebaut, empfehlen wir es dir, das Ersatzdisplay zunächst einmal provisorisch anzuschließen, um es auf seine Funktionsfähigkeit zu testen. Lehne das Display wieder gegen einen stabilen Gegenstand und drücke die Konnektoren auf der Platine fest. Den Akku-Konnektor zuletzt. Klappe dann das Display vorsichtig herum. Drücke es noch nicht im Gehäuse fest. Schalte dein Gerät ein und ziehe eine App über den Bildschirm, um zu prüfen, ob der Touch überall reagiert und keine Pixelfehler angezeigt werden. Teste danach auch, ob die Face ID nach der Übernahme der Hörmuschel noch einwandfrei funktioniert. Wenn etwas nicht richtig funktioniert, kontrolliere noch einmal, ob alles richtig angeschlossen und verschraubt ist. Ist alles in Ordnung, kannst du das Display wieder aufklappen und die Abdeckbleche einsetzen. Die Schraubenlöcher helfen dir bei der Ausrichtung. Schraube die Bleche mit den Y-Type-Schrauben fest. Um dein iPhone 12 Mini wieder zu verschließen, drückst du das Display wieder in der Gehäuseeinheit fest, sodass es überall gleichmäßig und eben sitzt. Zusätzlich kannst du den Displayrand nochmals erwärmen und für eine halbe Stunde mit einem schweren Gegenstand besperren. Fixiere es am Ende der Reparatur wieder mit den Pentalobe-Schrauben. Ich hoffe, das Display deines iPhone 12 Mini erstrahlt jetzt wieder in neuem Glanz. Wenn dir diese Anleitung weitergeholfen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal, um keine weiteren Anleitungen und Videos rund um Smartphone zu verpassen. Weitere spannende Infos und Tipps findest du auf unserem Instagram-Kanal. Hochwertiges Werkzeug, Ersatzteile und Zubehör für deine Smartphone-Reparatur findest du bei uns im Store. iDock. Alles für dein Smartphone. Weitere hilfreiche Videos rund ums iPhone 12 findest du hier. Bis zum nächsten Mal.